Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ixion. Ja, zurück im Blackout. Wir haben in der letzten Folge die Außenschleuse gebaut und dann ist uns leider der Saft ausgegangen. Gehen wir rein, schauen wir mal, ob wir das in den Griff kriegen, oder? So. Okay, also baue den Wohlantrieb über die Bauleiste in der Außenansicht. Ja, warten wir mal noch. Deaktiviere Gebäude in der Energieverwaltungsansicht, um den Energieverbrauch zu senken. Okidoki. Also, Stromausfall. Das haben wir hier. Okay, dann schauen wir mal. Welche würden wir jetzt als erstes... Den natürlich nicht. Wir nehmen... den als erstes. Ich hoffe, das ist sinnig. Ja. Wir sind jetzt wieder im grünen Bereich. Ich hoffe, dass wir jetzt wieder hochfahren. Nicht? Reicht das einfach noch nicht? Lass uns mal kurz schauen. Was haben wir denn hier? 3. Wie viel sind wir denn in den Miesen? Das ist an, das ist aus. Machen wir mal 2 Stück, wenn wir sehen, was passiert. Gut. So, baue eine Solarmodul-Sektion. Okay, gehen wir mal raus. Wir fahren gerade das System hoch. Bauoption. Brauchen wir das hier? Okay, dann habe ich natürlich die Teile alle ausgemacht. Das heißt, wir müssen sie wieder anmachen, müssen was anderes deaktivieren. Ah, das ist doch ein Kreuz. Ja, aber so geht's los, ne? Aber was können wir am besten ausmachen? Lebensmittel können wir nicht ausmachen, das wäre ja fatal. Das Krankenhaus würde ich auch nicht so gerne ausmachen wollen. Ja, dann machen wir erstmal hier unsere Forschung aus. Das an. Das an. Nützt ja nichts. Okay, Ereignis verfügbar. Oha. Administrator, es sind Berichte über die Variable-Clane-Optimierungsprotokolle an Bord der Tycoon eingegangen. Sie weisen darauf hin, dass die Besatzung Überstunden leistet, obwohl die Dolos-Arbeitsverträge ein hohes Maß an Flexibilität vorsehen. Greift die Situation die Moral an? Es wäre pragmatisch, zusätzliche Besatzungsmitglieder einzusetzen oder die Anzahl der gleichzeitig aktiven Arbeitsplätze zu reduzieren. Fordere zusätzliches Personal von der Urashina an, ne? Boah, würde ich sagen. Oh. So, dann wollen wir mal sehen, dass wir diese Kollegen hier mal ranholen. Ich hoffe, der läuft schon. Der ist auf dem Weg dann. Ich denke schon, oder? Mal auf, dann werde ich das mal vorsichtshalber noch mal ein wenig runterfahren. Dann wird der mit Sicherheit auch lostickeln. Hoffe ich. Hoffen wir mal. So, wo sind wir denn noch? Uranus, Neptun, das ist alles okay. Du bist da, du könntest dann mal wieder zurückkommen, Kollege. Weil hier oben ist ja alles fertig. So, Schifflein. Ein Besatzungsmitglied. Automatisch ist das jetzt unter in Bereitschaft. Okay, was ist denn, wenn ich hier sage, das mal höher? Aber ich gebe ihm mal einen Moment. Ach.
Ach, Leute. Ich muss das auch in Gang machen, sonst war das nichts. So, okay. Höchstwahrscheinlich hätte das dann trotzdem gepasst, oder was? So, wir schauen mal. Nee, nee, das weiß ich, das muss auf jeden Fall. So, Solarpanel wird gebaut. Ah, die Vorräte der Ushanabi wurde aufgefüllt. Sehr gut, der wird da mit Sicherheit unterwegs sein. Darum wichtig, dass wir unsere Lebensmittelvorräte hier nicht ausmachen. Ist unterwegs. So, schnell mal Solarpanel einbauen. Seid ihr eigentlich dabei? Ja. Okay, kann ich das ja eigentlich auch drehen? Mit Sicherheit doch, oder? Ja, da. Okay, und als nächstes müssen wir dann den Waldantrieb machen. Wir wollen ja ein bisschen... Oh, wir können auch zoomen. Nee, wieder falsch geklickt. Da muss ich ran. Antrieb, den finden wir hier. Yep. Ah, baue den Voltantrieb. Jo, okay. Dann schauen wir mal, was haben wir denn? Jetzt haben wir wieder ein bisschen mehr Ströme. Das heißt, dann können wir hier auch wieder alles ein bisschen aktivieren. Sehr gut. Activated, activated, activated. Gut, 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 gut. Strom ist auch noch okay. So, was sollen wir denn da machen? Gut, den sollen wir bauen. Da sind wir ja eigentlich doch schon bei, oder? Ah ja, da, er fängt an, er fährt sich hoch hier. Sprich, die Schichte wird reingeladen. Also die Ressourcen. Mal sehen, ob wir das denn schon schaffen. Ich kann ja mal... Oh, ich glaube, wir brauchen auch neues Zuhause, ne? Kann das sein, dass wir hier noch ein bisschen was... Wenn wir jetzt noch neue Leute kriegen... Im Moment zeigt er mir nichts an, aber wir können ja mal hier auf das Völkchen gehen. War das hier nicht irgendwo? Bedingung optimal. Arbeitsplatzsicherheit im Sektor. Landen im Sektor optimal. Arbeitsbedingungen. Glücklich durch Hauptquartier. Ah, hier Bevölkerung, Arbeitskräfte, Nicht-Arbeitskräfte, Mahlzeit, okay. Irgendwo konnte ich nicht irgendwo sehen. Ich meine, das ist natürlich cool, ne? Hier werden sogar die Leute angezeigt. Was ist das? Bevölkerungsmanagement. Ach, da war das, genau. Kapazität 105, Bevölkerung 105. Okay, das ist ein bisschen wenig. Also an Kapazität. Mhm. Hungrig 9. Okay, das ist nicht gut. Wie viel kannst du uns überhaupt geben? Schauen wir mal wirklich den Bau anderer Gebäude in... Ach nee, Moment. Da muss ich hin. Bereitet alle 5 Zyklen Nahrungseinheiten für bis zu 500 Besatzungsmitglieder zu. 50 Einheiten Nahrung versorgen 500 Besatzungsmitglieder. Bestand 10. Er ist ein wenig mau. Ist jetzt nur die Frage, warum... da nicht mehr rüber geht... Nächste Bewertung in 0,8 Zyklen. Eine Nahrung versorgt 10 Leute, Besatzungsmitglieder. Eingehende Übertragung. Okay. Administrator, because of your continued successful management of the Tycoon, Dolos have authorized the dispatch of new crew members and food supplies.
Please ensure that they have suitable accommodation once you reach Proxima Centauri. Administrator, a new request awaits your attention. Aha. So, aber ich verstehe trotzdem nicht. Bereitet alle 5 Zyklen Nahrungsmittel für bis zu... Also eigentlich müssten da ja... Bestand. So, wartet mal. Wir gucken mal, ob das jetzt hochgeht. Er macht immer nur 10 Stück. Das ist ja ein bisschen wenig. Ich würde sagen, wir bauen. Weil ich weiß nicht, warum er... Nee, das wollte ich nicht. Warum er das macht, würde ich dann sagen... Wo war denn das? Hallo, habe ich hier was verpasst? So. Ich würde sagen, wir bauen auf jeden Fall mal noch so ein Ding dahin. Bei Amy kriege ich da ja nur 10 Stück hochgebüdelt. Ich bin gespannt. Was sagt er jetzt? Die Nahrungsmittel gehen zur Neige. Trotz des Kleinkontrollprotokolls sind sich ein Tycoon besetzt mit dieser Tatsache bewusst. Die Besorgnis steigt, dass die Nahrung bald versiegt. Eine öffentliche Verpflichtung zur Erhöhung der Nahrungsmittellieferung würde allen Gerüchten über ihre mangelnden Fähigkeiten ausräumen. Garantiert den Bau von 3 Insektenfarmen auf der Tycoon in 10 Zyklen. Ja. Drohnung ist okay. Datenprotokoll über beendet. Okay, machen wir. Machen wir. Wir bauen mal eben was, hoffe ich. Speisesaal. Ach so, wartet mal, wir müssten mal sehen. Ich kann bestimmt Insekten fahren. Müsste ich doch hier einmal Dinge tun. Ich hoffe ja, dass wir hier Dinge tun können. So, verlasse das Sonne, bringe die verbleibenden Arbeitskräfte von der UNOS in die Tycoon. Das läuft. Erforsche Insektenstation, baue 3 Insektenfarmen. Ja, das tue ich auch. Da kommen die nächsten Arbeiter. Und wir brauchen Gebäude, Leute. Wir brauchen Gebäude. Okay. Achso. Ups. Ich baue jetzt einfach hier mal. Ja, schade. Mal Schwung hin. Ich hoffe, das reicht denn erstmal. So, Insektenfarm. So, die Arbeiter sind da. Gebäude werden gebaut. Eingehende. Aha. The different phases of preparation, calibration and verification alles abgeschlossen. Sehr schön. Now start the full bonding procedure. Ja, ja, geht gleich los. Protocols now deem you competent to gather resources, knowledge and test colonization routines once you reach Proxima Centauri. Before you do so, Vanir Dolos, Marduk Council Founder and Dolos CEO, wants to talk to you. Oh, aha. Hello, Administrator. I'm glad to see that you have managed to complete your assignments in preparation for this unique moment in history. You must understand that this is not simply another chapter in humanity's story. The book of our life on Earth is over, and we stand now at its epilogue. It saddens me to think that there are many who have yet to comprehend the reality of our situation. We've endured endless cycles of war, crisis, and famine. Still,
the worst is yet to come. There are others like Dolos who have prepared for this outcome, but most of our kind remain sheltered from the horror of the predicament we find ourselves in. This pale ghost of civilization will wither and die, and with it, the tenets and values of the past. As we prepare to leave this system for the first time, perhaps we must decide which fragments we will pick up and take forward with us. Through Dolos, I am offering mankind an alternative means of survival. The Tycoon is a tablet upon which we will carve our new history. Do you recognize why I have done all of this? Having foreseen our fate, I became fixated on altering it. I set about fashioning the ropes and tying the knots that would bind together this magnificent ship. It is true that our time in this world is brief, but at least I can rest assured knowing that my legacy will endure for eons. Farewell, Administrator. For the few who stand in the light and the many who dwell in the dark, you carry the fate of us all. Jo, setzt uns mal nicht unter Druck, ne? Also ihr seht, ich habe jetzt gerade mal hier die Insektenfarm mal hingezaubert, damit wir ein bisschen was zu futtern haben. So, das läuft, das läuft, das läuft. Wohnung, was fehlt mir denn noch? 19 brauche ich noch, also noch zwei Gebäude. Zwei Gebäude, okay. Ich hier ja auf jeden Fall noch eins hin. Und dann setze ich hier auch erstmal noch mal eins rein. Ja, komm, machen wir erstmal. Nicht ist der bald weg hier. Ich brauche den Platz. Ich brauche den Platz. Drohende Hungersnot. Baue drei Insektenfarmen. Ich arbeite dran. Bringe die Tycoon in eine Mondumlaufbahn. Machen wir auch, sobald die Insektenfarm gebaut ist. So, Insektenfarm Nummer 2 ist dran. Okay, wir haben noch 4 Zyklen. Und, ach ja, übrigens, es kam ein Update raus schon, ja, das erste Update, aber waren wohl irgendwie nur ein kleines. Ein paar Bugs weg und so, ja. Und eine Balancing-Krams. Okay, ich soll die Tycoon in den Orbit bringen, in den Mondorbit. Okay. Geht der nur über Batterie? Das heißt, da wir noch keine Batterien haben, sprich sie nicht geladen sind, ist jetzt wieder mal dunkel. Und ab geht die wilde Fahrt. Da sind wir ja mal gespannt. Initiiere einen Wohlsprung über die Schaltfläche auf der Karte des Planetensystems. Tja, Leute, jetzt geht's los. Werfen wir nochmal einen Blick auf unsere Station. Hier wird noch gebaut. Da schauen wir uns noch an. Da wird Nahrung hergestellt. Da wird Nahrung hergestellt. Alles klar. Der Sprung, der Sprung. Okay, wir sind alle drin, alles drin, alles dran. Dann würde ich sagen, ich möchte hier erstmal auf Stopp. So kann ich eigentlich auch, wenn ich auf Stopp mache, hier Dinge tun. So eine Hütte kann 3. Dann würde ich sagen, mache ich das hier auch nochmal weg. Das 3 Felder pro Hütte? Ja, ne? 1, 2, 3. So.
So. So. Ah, ist jetzt ein bisschen doof da mit der Straße drin, ne? Finde ich jetzt nicht so toll, aber... Na, vielleicht ändern wir das noch. Aber im Moment glaube ich nicht. Nee, im Moment ändere ich das nicht. Ich werde jetzt hier einmal durchziehen. Wenn, dann würde ich ein neues Haus, Gebäude bauen und dann... Und dann erst Dinge tun. Also das abreißen und neues reinbauen. Dass die Bevölkerung umziehen kann, weil das stört ja doch. Mal sehen, vielleicht mache ich das sogar, oder? Strom geht noch. Gebäude, weil das gefällt mir hier nicht. So. Das gefällt mir da gänzlich gar nicht. Wenn ich das überhaupt abreißen kann. Ich weiß das auch gar nicht. Ah, schön. Schaffe Häusle baue. Jetzt sind ein noch. Kommt mit eurem Stapel, die Fuchs. Ach nee, jetzt haben wir ja erst die... genau, jetzt haben wir erst die Materialien reingebaut. Jetzt kommt er mit seinem Baufahrzeug. Na. Da ist ja ordentlich fleißig am Bauen. Ja, sehr schön. So. Dann schauen wir mal, ob wir das Ding einmal abreißen können. Bevölkerung. Ich mach das einfach mal. Sehen, was passiert. Ja. So. Wird abgerissen. Entschuldigung. Na, was ist jetzt? Okidoki, so, das gefällt mir besser. Zack, zack. Der weg, der weg, der weg, der weg. Der. Ordnung muss sein, ne? Ich muss zweimal draufklicken, ich vergesse das immer. Dann würde ich sagen, wieso sind hier eigentlich so viele? Nehme ich den auch erstmal weg? Dann kommt hier die nächste Straße hin. So. Das gefällt mir besser. Das da hinten ist auch ein bisschen störend. Sieht noch nicht so gut aus, aber wir schauen mal. Okay, gut. Dann würde ich sagen, springen wir mal, wa? Machen wir mal den Hüpfer. Vorsichtshalber. Nur vorsichtshalber. Speicher mehr. Ich weiß nicht warum, ist irgendwie... Okay, also ich soll einen Voltsprung machen. Na dann. Während der 0,5 Zyklen Ladung wird die gesamte Menge an Energie aus dem Hauptnetz in den Antrieb umgeleitet. Während dieser Zeit werden die Sektoren über Batterien versorgt. Okay. In accordance with Frau Stanford procedures, all ships must return to the Tycoon before Volt Jump initiation. Und los geht's. Geht's los? Achso, der Sprungantrieb lädt auf, der Sprungantrieb lädt auf. Okay, Leute, dann mal los.
Earth, our home. She is unique. Held in its bosom are the ingredients of evolution. Beyond raw survival, beyond the safety of comfort, we, humanity, pursue something greater. We have learnt, persevered, shaped our knowledge from that which is found in the furthest realms of science. However, humanity has brought destruction to the Earth, polluted its blood, choked its breath. Today we are paying the price for this. We know the taste of a dying world. But the Earth is not to be our grave. A mother does not wish to see her children disappear with her. She wishes to see instead courage in her children, to carry on. Dolos carries this courage. We have gone further than any nation, moved faster than any corporation, hand in hand with those who, like us, carry that courage. The Tycoon Station is both an epilogue of these endeavors and a prologue to humanity's next steps. Our Council of Scientists leads the vanguard. They know, as do we all, that the survival of humanity now depends on what we glimpse out there in the dark. That we are masters of our own destiny. That we must go as a species, bound together, pushing further into the unknown. We set sail on this new sea because there is hope to be found, horizons to explore, and because our very existence depends on it. I give you the stars. I give you the full engine. Jump complete. Running preliminary diagnostics. Several anomalies detected. Multiple digital security breaches found within full jump routines. Full engine critically damaged. Hull integrity compromised. Analysis confirms discrepancies between the mission clock and the apparent advanced state of the solar system. We are receiving no communication signals from Earth. Likelihood of ongoing survival stands at approximately 7.67%. Activating Marduk survival protocols. New mission objective established. Ensure humanity's survival by finding a habitable exoplanet. Urgent issues requiring immediate attention. Increase food production output. Restore hull integrity. Administrator, a new request. Oops, würde ich sagen. Oops. Da war wohl unser Antrieb etwas zu OP. Ja, aber ich würde sagen, wie es weitergeht in der nächsten Folge. Da schauen wir dann mal, was so passiert ist, ob wir rauskriegen können. Was passiert? Ja, okay, wir wissen, es ist passiert, aber wir sind ja wieder da, wo wir sind, haben keine Kommunikation zur Erde. Schauen wir mal. Also, Freunde, wir sehen uns dann. Wir sehen uns Freitag und habt eine gute Zeit, macht's gut und in der nächsten Folge schauen wir mal, was passiert ist. Ciao, euer Maruk.